So, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und diese kleinen Ruckler, die ihr gerade gesehen habt, kommen komischerweise immer nur am Anfang meiner Aufnahme. Was ihr hier seht, ist ein Spiel, das noch in der Alpha ist, von Tasty Studios. Also, das sind Tasty Studios. Hier unten könnt ihr sehen, ich habe ja mit dem Cursor schon genug drauf gezeigt. Übrigens ist dieser kleine leuchtende Ball unser Cursor. Und ich habe Let's Play gesagt, weil das hier kein Let's Go Indie wird. Also nicht nur einfach so ein paar Folgen, wo ihr seht, wie das Spiel ist. Sondern das wird eine komplette Serie. Und dieses Spiel ist extrem geil. Selbst wenn es noch in der Alpha ist und der Artstyle wirklich ein bisschen, naja, an Paint erinnern könnte. Nicht hier jetzt auf dem Bildschirm. Der Bildschirm ist absolut genial, finde ich. Aber das Spiel an sich ist saugeil und es kommt aber aufs Gameplay an. Und wenn ich es jetzt so beschreiben müsste, würde ich sagen, es ist eine Mischung von Terraria, MapleStory und Harry Potter? Ja, hört sich komisch an, aber es geht darum, dass man sich jede beliebige Magieform aus all diesen verschiedenen Elementen, die ihr hier im Hintergrund seht, machen kann. Man kann, hat viele Möglichkeiten, sagen wir es so. Magic Maker sagt der Titel auch schon ein bisschen. Und ich finde dieses Spiel so genial, dass ich es einfach mal Let's Playen werde. Und ich finde, also dieser Titelbildschirm, dieser Title Screen, ich finde ihn so geil, wirklich. This will delete, ja, ich hab's noch nicht angespielt. Ich habe dieses Spiel, ich habe davon nur das Tutorial gesehen, von jemand anderem, der es gespielt hat. Und dann habe ich mir sofort gedacht, das musst du Let's Playen. Wenn du das nicht Let's Playst, wow, bricht die Welt zusammen. Okay. Und dann geht's jetzt los. Wusch. In einer Welt, in der ein kleines Männchen ohne Arme mit einer roten Robe an Rotkäppchen erinnert. Jumping, ach, habe ich schon rausgefunden. Hier seht ihr vielleicht, was ich meine mit Paint. Also dieser Hintergrund ist wirklich nicht der schönste, aber es geht schlimmer. Es ist ein geiler Hintergrund trotzdem. Und hier werde ich mal die Kiste öffnen. Attacking, you got a magic wand. Press left mouse button. Das ist also meine momentane Attacke. Und ich kann dieses Ding angreifen. Und ich finde, das hier sieht wirklich komisch aus mit dem Stamm vorne. Aber ihr werdet sehr bald mitbekommen, warum der Stamm da vorne ist. E. Wir bekommen einen Note 4, also sozusagen Wert 4, Wert F Stein. Und hier haben wir den Wandmaker, also der Zauberstabhersteller. Und er wird zu unserem Zauberstab noch bestimmte Effekte dazu tun. Was sind denn überhaupt Stäbe? Stäbe, die sorgen dafür, dass du Materialien, ich lese es nicht auf Englisch, ich lese es nicht auf Deutsch, das ist dumm, ich brauche dafür viel zu lange, um das zu übersetzen und ich liebe, wenn ich diesen Cursor bewege, diesen Lichtstrahl, ah, push. Wands allow you to combine materials to create a minor magic spell that you can cast whenever you need it. They are very useful for fighting off monsters. Seer? Nope. Thank you. Edit Wands. Wir haben, ja, unseren Stein bekommen. Den können wir hier dazu nehmen. Passes through walls. Da muss ich jetzt hier drauf drücken. Und dann können wir den darauf machen. Und dann okay. Und schon haben wir eine anders aussehende Attacke. Und die geht eine Weile durch Wände. Um genau zu sein, 0,17 Sekunden, aber gut. Oh, Spelling! You got a spellbook. Press right mouse button to cast a spell using mana. Bam! Bam! Und, wen haben wir denn da? Der füllt mein Mana wieder auf. Und, das da ist aber komisch. Kann ich jetzt noch nicht machen. Great F, Fire Crystal. Hallo, Librarian, der Buchhälter. Was sind denn überhaupt Spells? Spells, like wands, are constructed by combining materials. However, spells are much more powerful. At the cost of mana, mana regenerates slowly over time. What is an enhancement? Enchantment? Enchantment. Enchantments do not deal any damage on impact. Instead, they focus all of their power into an extra effect your spell might
have, such as setting things on fire. Orange-colored numbers are affected by enchantments. Also ich will immer Enhancement sagen, ich weiß nicht. Benign spells are very weak. Only 1/10 of the power of a normal spell. But they are also very cheap in mana cost. A benign spell is kind of like having another wand at your disposal. Damage and orange colored numbers are affected. What can can spells be used for? Anything you can imagine. Destroying monsters, moving around quickly, lighting dark places. The possibilities are endless. Thanks. Und dann werden wir natürlich zu unserem Zauber diesen Feuerkristall dazu machen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und jetzt haben wir Wusch! Wuah, Tod! Verderben! Press C to crouch. Oh, das sieht ja süß aus. Oh, dem müssen wir ausweichen. Wer hätte es erwartet? Oh, das war ein Babyjump. Hier haben wir natürlich die richtigen. Hold Space, Spacebar to jump higher, habe ich gerade rausgefunden. Oh, dying. You got a magic rope. Und hier haben wir Lightning Rod. Und wer bist du? I'm the Tailor. And I can add effects to your ropes. Tell me about ropes. Ja, natürlich. Much like a spell, a magic rope can draw on the proper properties of materials. However, rope effects do not cost any mana and are always happening. These are called passive effects, since you don't need to activate them. Ah, danke. Edit rope, edit, burp. Und den Lightning Rod natürlich. Und, okay. Wir kennen es ja jetzt schon. Und jetzt haben wir so einen coolen Schild. Und jetzt passt auf. Wusch. Tja. Und ich kann natürlich... Warte. Jump while crouching. Ach so. Okay. Got it. Exploring. You got the map. Oh. Ja, da seht ihr auch ein bisschen. Das ist wirklich wie Paint. Die Map sieht wirklich extrem doll aus, wie mit Paint gezeichnet. Aber ich habe gehört, die soll trotzdem ziemlich nützlich sein. Und wo ich das gehört habe... ach so, da war das Ding. Okay. Durwall Community College. The portal appears to return to the Academy. Auf zur Akademie. Wusch. Und da ist wieder unsere Map. Hier haben wir zwei Cursor auf der Map. Und interessant. Dummy. Ah ja, der kommt immer wieder zurück. Ist interessant. Douglas Snake Slithers. Modern Withered. Da seht ihr auch, was ich... Douglas Snake. Das habe ich doch gesagt, oder? I'm too cool for this school. Ihr werdet wahrscheinlich schon an den Nicknames von den Typen hier merken, wie das an Harry Potter erinnert. Hallo! Oh, Terry Porter! Prodigy. Terry Porter, nein! I heard there is evil afoot. So I enrolled for class immediately. Unfortunately, now I have this homework to do. Dreads. Hier haben wir überall solche Leute rumstehen. Shopkeeper, der kann ich buy and sell. Lock hab ich nicht. Rainbow Prism. Fairy Wing. Ja, ich hab kein Geld. Dankeschön. Und wer bist du? Customer. Naja, ich will jetzt nichts mehr. Hier haben wir Archaeologist. Want to borrow an artifact? I can help you with that. Quest available. Oh. Man, being an archaeologist is great. Studying artifacts all day long. It would be more fun if I actually had artifacts to study. Ja, da könntest du unter Umständen recht haben. You don't have any? Nope. I'm locked me out of the vault. Das ist irgendwie falsch. Vielleicht I've locked me out of the vault and I can't get in. Durwall hasn't altered the enchantment to allow me to pass through the portal yet. Since I just started today. That's a bummer.
Hey, aren't you the security guard? You have access, right? Probably. As in yes? We work on the assumption of yes. So, here's what we'll do. The school has hidden the vault keys deep in the forest. Obviously, it's dangerous. No man should ever have to fight the dangers that live in the woods. Go on. But you're the security guard. No one will wonder what you're doing out there. I will be wondering what I'm... You'll need to gather all 4 gems. Da haben wir... Upsala, das waren aber... Framerate-Einbrüche. Orange, Rot, Grün und Blau. You need to gather all 4 gems. These will be hidden throughout the forest in random locations. So I can tell you exactly where they are. Die Dungeons sind übrigens randomly generated. Das heißt, das hat auch Teile von Roguelike an sich, dieses Spiel. Und nicht jeder Dungeon ist gleich, sondern wenn ihr das selbst spielen wollt, ich werde den Link, wo ihr das downloaden könnt und wo ihr die Webseite von dem Spiel findet, unten in die Beschreibung packen. Und ihr solltet übrigens auch auf Steam Greenlight dafür voten. Denn ich finde dieses Spiel so genial. Ich habe noch nicht viel davon gespielt, ich gebe es zu. Aber dieser Lichtstrahl. Nein. Ihr werdet schon verstehen, was ich meine. These will be hidden throughout the forest in random locations. So I can tell you exactly where they are. Ach, da habe ich schon gelesen. Are you listening? I'm not sure. After gathering them all, and if you make it out of the forest alive, was ich doch hoffe, you should be able to open the sealed box that contains the Emerald Key. It will probably be blocked by some huge monster, as these things typically are. Yeah, but of course, if you can bring me the key, we might be able to get into the vault. Are you up for this? Nein. Yep. Glorious. Good luck to you, guard. Seit wann bin ich eigentlich der Security Guard und seit wann liegt da eine Kiste? Nee. Okay, ich brauche irgendwie Double Jump oder sowas. Was gibt's für Arten, da hochzuspringen? Double Jump? High Jump? Einfach nur höher springen können? Was gab's in Terraria? Da gab's den Luftballon, der dir erlaubt, ganz hoch zu springen. Dann gab's die Cloud in der Bottle. Vielleicht kann ich ein paar Angel Wings farmen. Nein. Ich will da nicht in das Portal. Warte. Komm, lass mich mal in das Portal rein. Immobilized. Target cannot move. Silence. Target cannot spell casts. Ja, ich gucke mal in den Vault rein. Denn ihr seht nicht viel. Ihr seht nur... war das gerade ein Buch mit diesen unglaublich geilen Physics? Physic Engines? Wow. Wow. Warum spielt der Typ nicht Fußball? Alter. Und was sind das hier für... Achso, ich dachte, das war gerade eine Maus, aber das war ja das Buch. Ey, das ist geil. Also diese Bücher rumkicken. Bam. Okay, hier haben wir den Ausgang. Wir können hier eindeutig noch nichts machen. Aber gut. Go. Und, oh, New Material Grades discovered. Achso, das ist, hä? So ein Zusammenfassungsscreen? Ja, okay. Interesting. Wer bist du? Perinkle Northing, not actually a fairy. Ich glaube, sie ist nicht wirklich eine Fee. There's no place like Darabal. Darabal. See ya. Und du bist Marigold Foreign. Exchange? Blip? Burp? Ja. Egal, ich werde die jetzt mal ignorieren, die ganzen Leute, sondern mir die letzte Quest holen. Ach nee, da hinten ist auch noch eine. Ja, ich hole mir die ganzen Quests, weil ich immer so der... Warte mal. Ach, das ist nur mein Quest-Cursor für den alten Sack, für den ich den Emerald Key holen soll, den Archaeologist. Und jetzt gehen wir zu, was weiß ich. Wir haben hier einen Terry Propter, weiß ich nicht. Dann ist das hier Bumblemore, oder? Wie heißt er? The Headmaster, na. Running Durwall Community College isn't nearly as easy as it looks. Need anything? Welcome, welcome! Now that we have the pleasantries out of the way, I have a job for you. I'm ready.
Students have gone missing in the forest lately, in general. Wizards are replaceable. And Durwa's official stance on safety is... Did it kill you? Go on. So far everything here is safe. But all these missing kinds... Kids are starting to give us a bad reputation. Entschuldigung, dass ich irgendwie so schlecht Englisch vorlese. Ich bin da noch nicht sonderlich fortgeschritten drin. Und ich bin wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut darin, wie ihr gemerkt habt. Aber es gibt viele, die schlechter sind als ich. Ja, gut. Fun Fact. This is why we hired you. Wo ist das nochmal ein lustiger Fakt? Alter, sag. Ja, geht's weiter. Go check out the forest and see if there's anything particularly... irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht gut ist. Ich nehme die Quest mal an. Und dann werde ich... Wartet. Die Folge werde ich sowieso sofort fick dich. Computer! Ich glaube, ich habe keinen Speicherplatz mehr frei. Das könnte blöd enden damit, dass meine Aufnahme verloren geht. Aber ich beende mal hier die Folge und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.